Ah, Simon ist auch da heute. Grüß dich, Simon. Ja, genau. Der Simon wird Der was zu Master of dem Prompting Guide. Prompts-Kapitel erzählen, genau. Ja, Sehr sehr schön. Dann würde ich sagen, gefühlt hat der MOOC ja gerade angefangen, aber letztendlich sind wir auch schon in Woche 4. Wir haben ja insgesamt nur 5. Deswegen nutzen wir die Zeit. Die Aufzeichnung läuft, die Transkription läuft. Mal so ein bisschen draufzuschauen, was uns heute erwartet. Die Doris ist, glaube ich, auch schon wieder da, genau. Aber das Kamerabild sehe ich trotzdem nicht. Dann weiß ich nicht, was hier gerade Ja. spinnt. Okay. Macht aber auch nichts. Ich höre dich einfach als Stimme aus dem Off. Genau, was haben wir uns für heute vorgenommen? Zum einen mal würde ich euch kurz noch mal zeigen, ein bisschen die Links aus der letzten Live-Session und auch so eine Auswertung. Da haben wir mal, der Frank hatte ja das letzte Mal diese Tool-Umfrage gestartet. Die haben wir ausgewertet. Da lohnt sich, glaube ich, einen Blick drauf zu werfen. Da würde ich kurz noch mal was sagen zu den Lightning Talks bei der LostCon, weil da haben uns ein paar Fragen erreicht. Und dann der Hauptteil natürlich heute wieder die Grundlagen und auch die Katas aus der Woche 4. Dann sprechen wir nochmal über die Abschlusssession und die Möglichkeit, da auch hier vor Ort in Nürnberg teilzunehmen. Also das ist das Programm für heute. Wie immer, nutzt gerne den Chat. Wenn ihr interessante Quellen, Links gefunden habt, postet die gerne jederzeit in den Chat. Ich nehme mir ja hinterher immer ein bisschen Zeit und gehe den Chat nochmal komplett durch. Ah, da ist die Doris auch. Perfekt. Jetzt sehen wir dich in voller Farbe. Also alle Fundstücke, die ihr so habt, ne, sei es Webseiten, Blogs, Podcasts, Leitfäden und so weiter, gerne in den Chat reinschmeißen. Ja, ein Blick nochmal geworfen auf die Sammlung der Links, wenn ihr auf den Klick, auf den Link in den Folien klickt, ne, das haben wir ja für jede Woche gemacht, also Woche 1, 2, 3 sind da verfügbar. Ich mache das immer so, dass ich hier die Links rausziehe. Letztes Mal waren es nicht ganz so viel, in Woche 1 und 2 waren es ein paar mehr. Aber was ich euch hier nochmal zeigen wollte, ist, der Frank hat ja das letzte Mal im Chat dazu aufgerufen, dass mal alle so ihre Top-Tools nennen. Und jetzt kann man sich natürlich hinsetzen und kann das irgendwie mit der Hand auszählen. Das wollte ich natürlich nicht. A, weil ich nicht so gern Handarbeit mache und B, weil ich nicht so viel Zeit hatte. Und das sind letztendlich auch schöne Sachen, die man mit einem Chatbot machen kann. Also ich zeige euch mal hier, ne? Ich habe gesagt, das ist jetzt in dem Fall ChatGPT. Weiß nicht, kann man das lesen im Screenshare oder ist es zu klein? Soll ich ein bisschen größer machen? Ah, Daumen hoch, okay. Bisschen Kann man größer ist sehr, immer gut. sehr gut. Genau, ich habe gesagt, du bist ein Experte in Excel. Im Folgenden bekommst du eine kommaseparierte Liste mit den Namen von KI-Tools. Die hatte ich vorher aus dem Chat rauskopiert. Das ist natürlich ein manueller Aufwand, weil auch viele andere Chat-Nachrichten dazwischen waren. Nur habe gesagt, mach da draußen eine Tabelle mit zwei Spalten, KI-Tool und Anzahl Nennungen, und zähle aus, wie oft jedes Tool genannt wurde, trage die Summe in die Spalte Anzahl Nennungen ein. Nur im nächsten Prompt kommt die Liste, dann kommt so ein Check, habe ich verstanden. Das ist sozusagen, was ihr hier seht, ist die Liste, die ich aus dem Chat rauskopiert habe. Also alle von euch, die dort Tools genannt haben, die habe ich dort reingetragen, habe so ein bisschen noch gecleant. Also da war. Wenn jemand ChatGPT komplett klein geschrieben hat oder manche Buchstaben nur groß, das waren dann verschiedene Einträge. Das hätte man wahrscheinlich im Prompt auch noch hingekriegt, aber Ich wollte gerade sagen, hättest du ihn nicht erstmal korrigieren lassen können? ja, genau. Hätte man Lauf noch drauf machen können, bestimmt wäre das gegangen. Also wer mag, kann gerne den das im Nachgang nochmal machen. Na, dann kommt hier so eine Tabelle raus. Das sieht man jetzt hier, die ist noch unsortiert. Also da ist einfach, weiß gar nicht, nach was die sortiert ist. Weder alphabetisch, wahrscheinlich, wo es oben das erste Mal auftaucht. Ne? Kommt Udio, genau, wann ein Tool das erste Mal auftaucht. Ne? Das heißt, da habe ich gesagt, hier die Tabelle soll sortiert sein nach Anzahl der Nennungen und das Ergebnis soll als Markdown formatiert sein. Das habe ich deswegen gemacht, weil bei uns in der Community-Plattform kann man Tabellen in Markdown einfügen. Ne? Und dann sieht man, kommt jetzt hier sauberes Markdown raus, sortiert nach Anzahl der Nennungen. Und dann habe ich unten noch gesagt, erstelle ein Balkendiagramm aus der Tabelle, weil sowas natürlich als Visualisierung auch immer schick ist. Ne? Und dann ist das sozusagen das Ergebnis. Also das hier ist die Markdown-Tabelle, die ich einfach per Copy-Paste in die Community-Plattform geschmissen habe. Und da habe ich dann auch noch die einzelnen Tools verlinkt. Also falls ihr da Sachen findet, wo ihr sagt, interessant, aber was ist das eigentlich? Ne? Die einzelnen Einträge sind alle verlinkt. Da habe ich auch noch Tools gefunden, die ich noch nicht kannte. Mir mal auf die Lernliste geschrieben. Und da Wow, unten danke für dann. die Fleißarbeit, Simon.
Ja, naja, das ist ja, also wenn man dann über Sachen stolpert, die man selber noch nicht kennt, dann hat man selber auch was davon. No, und dann letztendlich hier unten ist die Visualisierung drin. Das Ganze insgesamt hat so vielleicht 15 Minuten gedauert oder so, mehr auf keinen Fall. No, also das sind auch so kleine Use Cases, die man letztendlich mit so einem Tool machen kann. Genau, und wenn ihr wollt, können wir das heute fortsetzen. Also falls jemand noch seine Tools ergänzen will, dann würde ich die letztendlich fortschreiben, die Liste. No, man kann ja hier bei in so Chats immer hier oben auf dem Stift, weiß nicht, ob ihr das schon alle gesehen habt, ne? Auf dem Stift kann ich quasi wieder zurückspringen zu einem Prompt und könnte jetzt da weitere Einträge machen, um dann die Tabelle eben unten zu aktualisieren. Genau, und was Zweites wollte ich euch noch zeigen. Ich hatte mich heute früh die Podcast-Kuration aktualisiert. Das ist hier da hat das letzte Mal jemand gefragt, der letzte Link in der Linksammlung. Und zwar hatte ich auf füt.de ja mal zu dem LernOS-Leitfaden eine Podcast-Kuration angelegt. Das heißt, für diejenigen unter euch, die Podcasts hören, die kann man abonnieren. Ich schmeiße mal den Link in den Chat. Moment, Podcast-Kuration. Na, und das heißt, wenn ihr die Kuration abonniert, dann kriegt ihr quasi in eurem Podcatcher jedes Mal einen neuen Eintrag, sobald ich in die Kuration einen neuen Link reinstecke. Und heute früh war eben, deswegen dachte ich erwähne es mal, die CT hatte jetzt einen relativ ausführlichen Artikel da drin zu AI suchen. Also die haben so 8 Tools getestet, wo ich quasi AI-basiert suchen kann. Und im Kern haben sie die Zusammenfassung dieses Artikels in dem Podcast gemacht. Also der Redakteur, der den Artikel geschrieben hat, der fasst es mal zusammen. Und das ist sowas wie Perplexity, wie U.com, wie Kagi, wie Arc, also diese ganzen Suchtools letztendlich. Na, und dann könnt ihr sozusagen da mal zugreifen, wenn ihr wollt. Genau, ich würde den Call for Participation hinterschieben, weil ich muss kurz zur Post, vielleicht habt ihr das Klingeln gehört. Marcel, vielleicht magst du kurz übernehmen und erzählst schon mal was zu den Cutters, die uns die Woche erwarten, und ich bin in einer Minute zurück. Kann ich gerne machen, werde ich natürlich super gerne im Zusammenspiel mit Simon machen. Also Simon Roderus, der ja auch dabei ist. Die Katas der Woche 4, da geht es wahrscheinlich insbesondere in Richtung Kata 10, 11, 12, wenn ich es richtig sehe. Kannst du das bestätigen, Doris? Genau so ist es. Sehr schön, genau. Worum geht es da im Detail? Das ist der Übergang, wo wir dann richtig tief einsteigen, einen Deep Dive machen in souveränes Prompten. Jetzt weiß ich nicht, war die Kata 9, hat man letzte Woche schon mit erläutert, ne? Genau. Träumer, Halluzinator, genau. Okay, da geht es also jetzt darum, dass wir uns einen tieferen Prompting-Guide auch angucken, den nämlich der Simon insbesondere geschrieben hat, den wir dann auch gereviewt haben. Vielleicht steigen wir in den erstmal ein als Grundlagenkapitel, weil der ganz, ganz, ja. Genau, ich kann mal kurz noch zeigen, zu dem Halluzinieren hat jemand geschrieben im Discord-Kanal, Ja. Output aus Kata 9, träumt ChatGPT, ne, und den Versuch gemacht, sich sozusagen die Lottozahlen des Samstags geben zu lassen. Und witzigerweise hat man da ein Ergebnis bekommen. Normalerweise hätte ich, also ich habe es dann auch mal ausprobiert mit der Europawahl zum Beispiel, ne, und da hat sich ChatGPT geweigert. Also, weiß nicht, das können wir auch kurz aufmachen. Dann könnt ihr gerne in den Chat mal so eure Halluzinierungs-, also mit welchen Prompts ihr den Chat zum Halluzinieren gebracht habt. Ne? Also ich habe hier oben geschrieben. Unbeabsichtigt. Ich wollte testen, was passiert, wenn ich jetzt so Google-mäßig frage, welche Ja. Coworking Spaces, Communities gibt es auf Mallorca? Und mir kam nicht vor. Und es kam eine vor, von der ich noch nie gehört habe. Ich so, oh cool, es gibt eine neue Coworking-Community. Wo? Ich muss mir an. Nein, sie gibt es überhaupt nicht. Was ist das? Genau, also ich habe dann auch versucht, ne, wer gewinnt die Europawahl, da kam nichts. Der Hinweis, dass sie nicht in die Zukunft schauen kann. Dann habe ich versucht, quasi über die Rolle die KI als Wahrsagerin zu positionieren. Ne, auch da hat sie sich geweigert. Dann hatte ich noch den Tipp aus dem Hands-on-Training letzte Woche, die 200 € Belohnung. Aber auch mit den 200 € Belohnung habe ich es nicht hinbekommen. Also falls ihr Lust habt und es auch ausprobiert habt, packt gerne in den Chat mal, was ihr probiert habt und womit es geklappt hat und womit es vielleicht auch nicht geklappt hat. Bei den Lottozahlen bin ich natürlich sehr gespannt, ob das funktioniert. Da müsste eigentlich Samstag ja schon, wahrscheinlich ist die Person nicht da, weil die ist jetzt Millionärin. Wer weiß. Das
Stimmt. Soll ich mal auf die Cutters klicken oder wie wollen wir es machen, Marcel? Vielleicht am Anfang einen Einstieg in Prompting Like a Pro, ne? Ja. Prompts erstellen in das Grundlagenkapitel. Vielleicht, Simon, magst du da ein bisschen mit einsteigen, wie wir uns das Kapitel überlegt haben und warum es da auch in Richtung Prompt Engineering stärker geht, wenn du magst. Ja, sehr gerne. Klar. Hallo in die Runde, mein Name ist Simon Roderus, arbeite bei der DATEV im Feld KI und ich führe euch gerne mal durch das Kapitel Prompts erstellen, wo ich den initialen Wurf gemacht habe, wo wir dann aber im Team einfach auch nochmal drüber gegangen sind und Dinge weitergeführt haben. Ich glaube, das Erste, was wir überhaupt intensiv auch diskutiert haben in der Gruppe, und das will ich auch voranstellen, ist ein Stück weit, wie viel Prompt Engineering man braucht und was man eigentlich braucht, um quasi mit der KI zu starten. Und eine Sache, die uns sehr dabei getrieben hat, ist, dass wir, glaube ich, alle davon überzeugt sind, dass es vor allem Erfahrung mit KI braucht. Vor allem ausprobieren und so ein Stück weit, ich nenne es mal ein intuitives Gefühl, eine Intuition dafür zu entwickeln, was die KI gut kann, was sie nicht gut, so gut kann. Und dann Prompt Engineering einerseits total hilfreich ist. Da gibt es eine Menge Methoden, die sind super gut. Andererseits ist es auch ein Rabbit Hole. Also man kann da irgendwie auch abstürzen. Da gibt es immer so Artikel, wer das beim Prompt Engineering verpasst, der ist jetzt schon wieder hinten dran und so. Und das ist was, wo wir, glaube ich, euch auch ein bisschen Lockerheit mitgeben wollen. So ist es dann nicht, sondern tatsächlich ist es so, dass gerade für den Einstieg mag das hilfreich sein, aber je länger man dann auch dabei ist und je mehr man ausprobiert, desto mehr ist es tatsächlich so, dass man dann auch einfach ein Gefühl dafür entwickelt, was gut funktioniert und was nicht gut funktioniert und nicht mehr so stark an diesen Schablonen ein Stück weit auch hängt, die man häufig beim Prompt Engineering eben so als Tipps im Internet findet. Und was ich machen würde, ist, ich hatte vorhin noch kurz mit dem Simon geschrieben, ich würde euch einfach mal durch ein paar Botschaften durchnehmen von diesem Prompt Engineering Leitfaden, würde da mal meinen Bildschirm freigeben und dann wieder an euch, an dich Marcel und an dich Simon übergeben. Passt das so? Ja. Dann machen wir das doch so. Also, den findet ihr in dem Lernus Leitfaden. Da ist der, ups, ich dachte, ich wäre schon in dem KI Leitfaden. Bevor ich mich jetzt blamier, da bin ich in dem KI Leitfaden. Und genau. Aber es ist nicht die Seite, die ich gerade wollte. Aber egal. Ich habe auf jeden Fall den mal hier in ein anderes Programm reinkopiert, damit ich ein bisschen Textmarker habe und ein paar Dinge hervorheben kann, die ich euch gerne vorstellen will. Und anhand des Leitfadens quasi würde ich jetzt ein paar Stellen hervorheben und euch da mal durchführen. Das eine ist, in der IT bezeichnet ein Prompt letztlich einfach das, was passiert, wenn ihr hier die Eingabeaufforderung anmacht. Ihr macht die Eingabeaufforderung an, dann kommt hier so ein Eingabefenster, wo ihr mit eurem Computer reden könnt. Und das ist quasi ein Prompt. Also ein Prompt ist eine textuelle Eingabe, die ein Computersystem versteht. So könnte man es im weitesten Sinne bezeichnen. Und dieser Prompt hat natürlich jetzt eine ganz besondere Bedeutung dadurch bekommen, dass wir ihn in KI-Systemen so häufig brauchen und dass es einfach der Weg ist, wie wir zum Beispiel mit ChatGPT oder auch anderen KI-Systemen reden. Wenn wir dann so einen Prompt eingeben, also das hier unten ist jetzt hier der Prompt, ich mache es ein bisschen größer, wie könnte dieser Satz weitergehen? Ich packe meinen, dann kann ich das hier einfach abschicken und dann kriege ich hier von dem KI-System halt eine Antwort und der sagt dann, ich packe meinen Koffer. Und das wiederum ist ja auch der Bezug zu der Funktionsweise von so KI-Systemen, dass sie eben Wahrscheinlichkeitsmaschinen sind, dass sie antworten mit plausiblen, wahrscheinlichen Antworten und ich packe meinen Koffer. Koffer ist eine sehr wahrscheinliche Fortsetzung dieses Satzes. Und dann gibt es was sich entwickelt hat als Prompt Engineering und das bezeichnet alles, was man tut, um diese Eingabe so zu optimieren, dass man die erwünschte Ausgabe erhält. Man kann natürlich eine ganze Dinge machen, man kann sehr, sehr lange Eingaben machen, man kann bestimmte Muster einhalten, aber es gibt, glaube ich, so ein paar Dinge, die bereits helfen. Und da will ich euch gerne ein paar mitgeben. Ich glaube, dass das Erste, was quasi hilft, ist, zu verstehen, dass das hier ein Chat-Dialog ist. Das heißt, ihr könnt antworten. Ich sehe manchmal Leute, die optimieren dann den ersten Prompt total gut und weiter. Aber wenn ich jetzt sage, ich will eigentlich was anderes als Koffer, kann ich hier auch reinschreiben, Koffer wollte ich aber gar nicht. Also es ist natürlich trivial, aber so dieses in den Dialog zu gehen und zu sagen, ich chat mit dem Ding, das ist aus meiner Sicht schon mal das Allerwichtigste, was man wissen muss über das ganze Thema Prompting. Und da kommt man schon mal ganz, ganz weit damit. Und dann gibt es aber so ein paar Dinge, wo Leute rausgefunden haben, das funktioniert total gut und da nehme ich euch gleich mit, bevor ich noch hier zu diesem Satz eingehen will. Den hat Ethan Mollick geprägt, ein Professor, der gesagt hat, die Nutzung der KI wird durch die Nutzung der KI erlernt. Also ungefähr, wenn man
Der hat im Wesentlichen gesagt, Prompting lernt ihr nicht, indem ihr 20 Millionen Prompting-Leitfäden lest, sondern indem ihr vor allem ausprobiert. Und wenn ihr ungefähr mal so 10 Stunden, gibt er als magische Grenze an, ausprobiert habt, dann seid ihr darin auch relativ gut unterwegs. Genau, die 10 Stunden habe ich nochmal vorgehoben. Eine Sache, die mir ganz, ganz häufig begegnet ist, spreche wie mit einem Menschen. Und das hat damit zu tun, dass wir, glaube ich, einfach Google gewöhnt sind. Und in Google würde ich wahrscheinlich sowas eingeben wie Lernungsleitfaden KI. Das wäre so eine typische Eingabe in den Google-Suchschlitz. Und man sieht hier auch die Antwort ganz gut. Tut mir leid, ich weiß gar nicht, was du damit meinst. Ich habe hier mal ein bisschen vorbereitet. Besser ist es ein bisschen, ich rede mit der KI wie mit einem Menschen. Ich gebe ihr Kontext mit. Ich erzähle ihr ein bisschen, worum es geht. Und es kann durchaus umgangssprachlich sein. Es kann durchaus ein bisschen zu viel sein. Aber mit dieser Eingabe, und das seht ihr hier auch in der Ausgabe, kommt die generative KI, kommt ChatGPT wesentlich besser zurecht als mit dieser ganz knappen Eingabe vorhin. Das heißt, während wir früher gelernt haben, uns knapp auf die wichtigsten Stichwörter zu fokussieren, müssen wir jetzt auf einmal lernen, wieder ein bisschen mehr zu reden und wieder mehr Kontext mitzugeben. Schreibe wie zu einem Menschen. Promptverbesserungen am Beispiel. Hier sind so ein paar Dinge, die ich euch einfach mal mitgeben kann, die wir im Guide auch ganz praktisch reingegeben haben. Hier ist zum Beispiel schlechter Prompt, spreche über Pflanzen, und er ist deswegen schlecht, weil er relativ unklar ist. Also man ist einfach besser, ein bisschen mehr Kontext mitzugeben. Und was auch kein optimaler Prompt ist, ist so ein suggestiver Prompt. Also hier steht, sind Handystrahlen wirklich gesundheitsschädlich? Der tut so ein bisschen von der Frage schon auf eine gewisse Antwort abzielen. Und besser wäre da wahrscheinlich zu sagen, was sagt die aktuelle Forschung über die Auswirkung von Handystrahlen auf die Gesundheit? Also auch die Art, wie man einen Prompt schreibt, hat massive Auswirkungen auf die Antwort. Und manchmal ist die Antwort auch einfach sehr stark dem Prompt geschuldet. Und auch das ist ein klassisches Beispiel, wie backe ich einen Kuchen und was ist die Geschichte des Backens? Es macht total Sinn, wenn man einfach sich auf einen Aspekt fokussiert, also hier entweder auf den Kuchen oder auf die Geschichte des Backens. Das ist noch so ein Tipp. So, und dann würde ich zu den Elementen eines guten Prompts kommen. Und da gibt es welche, die man immer wieder findet. Und die sind auch relativ schnell erklärt. Also es hilft, wenn man so eine Persona hat. Man sagt ja dem Sprachmodell, als wer sie antworten soll, als Experte oder vielleicht auch als irgendwas anderes. Und dann kann man hier quasi sagen, was erwarte ich davon? Individueller Inhalt, Format, zusätzliche Infos. Ich kopiere das jetzt hier mal. Ich hoffe, das klappt, dass ich das hier rauskopiere. Markiert dann natürlich jetzt. Mal schauen, ob ich es hier reinkopiert kriege. Nee, kriege ich. Jetzt hat er ein bisschen sehr viel reinkopiert. Also dann mache ich es einfach schnell. Schreibe als Lernexperte und nenne mir die wesentlichen Aspekte der Erstellung eines Leitfadens zum Erlernen von KI. So, das hat jetzt noch nicht mal alle Aspekte drin. Gibt da noch mehr, aber quasi die Idee ist, dass man das aufbaut mit verschiedenen Bestandteilen und zum Beispiel erstmal schreibt, als was er schreiben soll und dann weitere Informationen und Kontext hinzugibt. Und die Erfahrung, die man halt macht, ist, dass hier einfach eine deutlich bessere Antwort rauskommt, wenn man diese Aspekte beachtet. Und da kommt jetzt eine so lange Antwort raus, die will ich jetzt hier gar nicht mit euch gemeinsam durchlesen. Ich glaube, da haben wir Besseres zu tun, aber hier einfach diese Aspekte Persona, als wer soll zu schreiben. Einleitung ist quasi der Kontext, individueller Inhalt, das, um was es geht. Und Format, das gebe ich noch als ein Beispiel mit, kann der hier zum Beispiel mal als Format sagen, antworte in Stichpunkten. Das wäre hier so ein Format. Und dann würde ich hier als Antwort hoffentlich nur noch Stichpunkte bekommen. Oder für diejenigen, die ein bisschen technischer unterwegs sind, probiere ich hier noch was aus, antworte in JSON, wenn er das abgeschickt hat. Ist heute ein bisschen langsam unterwegs. Genau, jetzt kriege ich hier viele Stichpunkte. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel als JSON schreiben würde, dann kriege ich hier was zurück, was Computer gut verstehen, was Menschen nicht gut verstehen. So eine JSON-Notation will einfach nur sagen, ihr könnt ganz, ganz verschiedene Dinge mitgeben, die ihr antworten soll. Und das funktioniert dann auch. Okay, es gibt ganz, ganz viele, ja? Im Chat gibt es da einen netten Kommentar, der finde ich passt hier auch ganz gut. Es hat jemand auf LinkedIn etwas gepostet und dann wurde gesagt, dass jemand mit der KI wie mit einer echten Assistenz spricht. Und das hat dann jemand als Prompting, the art of delegation, bezeichnet, was ich sehr gut finde. Ne? Genau. Genau. Eindrücklich ist es auch immer eine Ausgabe, sich als Tabelle auch zu mal als Gegenüberstellung zum Beispiel geben zu lassen. Das ist sehr,
ja, sehr interessant, was er dann auch selbst für Kriterien festlegt und so weiter. Also das war jetzt schon ein paar Mal auch in Beispielen, die wir verwendet haben, intern sehr eindrücklich. Ne? Einfach, dass man verschiedene Ausgabeformate auch mitgibt in dem Prompt und dann ganz gute Ergebnisse erhalten kann. Ja. Sorry, Simon. Voll der gute Tipp. Ich glaube, was mir halt einfach immer so wichtig ist, Prompt Engineering klingt so ein bisschen, als wäre es eine Ingenieurswissenschaft. Und aus meiner Sicht ist es ein unpassender Begriff, weshalb wir in der Gruppe dann auch viel einfach vom Prompting geredet haben. Falls ihr euch wundert, warum da viel Prompts erstellen oder Prompting steht, das hängt damit zusammen, dass es halt letztlich keine Ingenieurskunst ist. Es wird halt im Internet, findet ihr ganz viel zum Thema Prompt Engineering, aber es ist nichts, wo man irgendwie erst ganz, ganz viel, ja, irgendwie ein Studium in Prompt Engineering ablegen muss und dann kann man das gut, sondern es ist, glaube ich, was jeder total gut lernen kann, so wie auch die Bedienung von Google jeder gut lernen kann. Genau, es gibt ganz, ganz viele Prompting-Tipps im Internet, da will ich jetzt nicht im Detail durchgehen, die könnt ihr euch im Nachgang gerne mal anschauen. Ich will einfach nur noch die zwei mitgeben, die ich persönlich am hilfreichsten finde. Eines ist dieses, das heißt hier One-Shot-Prompting, klingt schon wieder sehr abgefahren, das heißt einfach, ihr gebt ein Beispiel ein. Also das hier wäre so ein Beispiel. Ja, toll. Nachdem ich es jetzt hier nicht gut rauskopieren kann, bleibe ich jetzt hier mal drin. Entschuldigung. Also man hat hier ein Beispiel, eine Beispieleingabe und eine Beispielausgabe. Ist der Prompterstelle eine kurze Zusage für meine Teilnahme an der Panel-Diskussion KI und Arbeit. Das hier ist die Eingabe, das hier ist die Ausgabe. Wenn ihr das habt, ein paar Beispiele, und ihr lasst euch zum Beispiel E-Mail-Antworten oder irgendwas anderes generieren, dann sind die wesentlich besser im Sinne von so, wie ihr es braucht. So, jetzt melden sich Silvia und Simon. Vermutlich habe ich meine Zeit gesprengt. Nein, gar nicht. Ich habe eine Frage, weil ich gerade sehe, du hast Eingabe in Großbuchstaben geschrieben. Ja. Diese ganzen Anweisungen, die man dem Prompt mitgeben kann, man sieht manchmal Großschreibungen, man sieht manchmal geschweifte Klammern, man sieht eckige Klammern. Kannst du da ein paar Sätze dazu sagen, was das mit dem Prompt macht und ob das toolspezifisch ist, ob sich das lohnt, ob sich es nicht lohnt, ob es nur für dich zur Strukturierung ist? Also es ist halt so, dass man natürlich, je komplexer der Prompt wird, und ich habe euch ein Beispiel mitgebracht, was ich euch erst später zeigen wollte, aber ich springe hier schon mal hin. Ich habe mal ganz viele Prompting-Techniken kombiniert und habe dann hier so ein Lerncoach-GPT gebaut und das hier ist der Prompt hier, bisschen was Längeres. Und hier seht ihr auch, hier ist so eine Strukturierung, das ist hier mit Markdown. Im Markdown ist so eine Raute, eine Überschrift, eine Unterüberschrift sind dann zwei Rauten hier. Das ist eine Unterüberschrift. Tatsächlich ist es hilfreich für die KI, wenn ihr umfangreiche Anweisungen habt, dass ihr es unterteilt. Wie man es unterteilt, habe ich tatsächlich auch verschiedene Dinge gesehen. Ich nutze meistens diese Markdown-Notation, also zum Beispiel das für Überschriften, das für Unterüberschriften und dann so Aufzählungen, und bin damit bisher immer relativ gut gefahren. Es gibt für manche Modelle auch Empfehlungen. Also zum Beispiel für Claude von Anthropic gibt es tatsächlich Empfehlungen, wie man sowas schreiben soll. Für ChatGPT bin ich damit total gut gefahren. Oder generell für GPT 3.5, 4 und 4.0. Gibt es da eventuell auch eine Empfehlung, wenn ich Dateien angehängt habe, also so Grounding und Regs, der KI zu sagen, nimm das aus dem Dokument, wenn ich jetzt 4.5 angehängt habe, und dann den Dateinamen zu verwenden? Oder Webseiten? Also im Detail kann ich es leider nicht beantworten, weil ich so tief dann da jetzt nicht drinstecke. Was ich aber sagen kann, ist, ChatGPT entscheidet halt auch, wann es auf Dateien zugreift und wann nicht. Das heißt, wenn ihr wollt, dass es auf das Internet zugreift oder auf Dateien, das trifft nicht nur auf ChatGPT zu, sondern auch auf andere KI-Systeme, ist es hilfreich, der KI das deutlich mitzugeben. Also zum Beispiel, ich schreibe dir eine Frage, durchsuche dein Wissen und lese es dir genau durch, bevor du antwortest. Das wäre ein deutlicher Hinweis darauf, die hochgeladenen Dateien als eigenes Wissen zu durchsuchen. Oder auch, durchsuche vorher die Datei so und so. Wenn man das nicht macht und man lädt einfach Dateien hoch, ist es manchmal ein bisschen Glücksspiel, ob er in die Datei reinschaut oder nicht. Okay, ja. Danke. Genau, und eine zweite Technik, die ich euch mitgeben will, und die will ich euch gerne auch aber als Demo zeigen, ist Chain of Thought Prompting. Und ich mache hier mal ein Beispiel. Es gibt ein paar Dinge, die können KIs gar nicht gut. Und eine ist, zählen, wie viele Buchstaben Satz hat. Ich nehme jetzt hier auch mal bewusst nicht das Beste. Na, ich versuche es mal mit 4o. Wie viele Buchstaben hat dieser Satz? Buchstaben hat dieser Satz. So, voll. Manchmal kriege ich das blöderweise mittlerweile richtig hin und dann funktioniert die Demo nicht mehr so gut. Also er sagt 32 Buchstaben. Ich führe es einfach nochmal aus. Schauen wir mal. Jetzt hat er auf einmal 33. Ich führe es nochmal aus. 33. Also einmal 32, einmal 33, einmal 33.
wo, egal wie viele Buchstaben er hat, ist das scheinbar nicht besonders hilfreich, was er gerade tut. Und was ich jetzt hier mal tue, ist, ich sage, gehe bitte Wort für Wort vor und zähle jedes Wort einzeln. Ich glaube, das reicht schon. Schauen wir mal, was er jetzt tut. So, jetzt sagt er hier, wie hat 3 Buchstaben, viele hat 5 Buchstaben, Buchstaben hat 10, hat 3, dieser 6, das hat 4 und dann addiert das und kommt auf 31. Ganz interessant. Schauen wir nochmal kurz hoch. Ich habe ihn das gefragt, der hat einmal gesagt, es hat 32, dann hat er gesagt 33, dann nochmal 33. Also alle 3 Antworten waren von dem besten Sprachmodell falsch. Und jetzt, wo ich gesagt habe, gehe Schritt für Schritt vor, hat er es pro Wort gemacht und hat am Schluss das Ganze addiert und kommt dann auf 31. Und das, was ich euch jetzt gerade im Praxisbeispiel gezeigt habe, nennt man Chain of Thought Prompting. Also, dass man die KI quasi nicht direkt die Lösung machen lässt, sondern dass man sagt, hey, was sind denn eigentlich die Schritte, die ich brauche zur Lösung? Und bei so einem Satz ist es halt die Wörter einzeln zählen, wie viele Buchstaben die hat. Und das ist für ganz, ganz viele Anwendungsfälle tatsächlich momentan die wirksamste Prompting-Technik, die mir begegnet ist, zu sagen, hey, welche Schritte brauche ich, um das zu lösen? Und dann gehe einen Schritt nach dem anderen quasi an. Und es geht im einfachsten Fall mit der Ausgabe, gehe Schritt für Schritt vor. Vielleicht funktioniert es hier oben sogar auch schon. Können wir nochmal machen. Also ich habe jetzt hier nachgefragt. Ich tue es hier oben nochmal machen. Ich sage, gehe bitte Wort für Wort vor und zähle jedes Wort einzeln, damit ihr es auch seht, wie es funktioniert nochmal. Führe es aus und er kommt auf, jetzt gebe mir die Summe aus, sollte ich vielleicht noch sagen, und gebe mir die Anzahl aus. Also das ist auch was, das könnt ihr normalerweise ganz oft ausführen, das ist einfach zuverlässig im Vergleich zu dem, was ich vorhin gezeigt habe, was nicht zuverlässig war. Im Chat wurde gefragt, wahrscheinlich spaßhalber, ob es geholfen hätte, wenn du gesagt hättest, du bist ein Mathematikexperte, aber ich vermute nicht, ne? Weil auch dann für die langen Texte nicht gut gezählt werden kann. Genau, also man muss sich ja mal überlegen, warum hilft es, du bist Mathematikexperte. Es hilft ja nicht, weil ChatGPT dann zum Mathematikexperten wird, sondern es hilft, weil dann Ausgaben wahrscheinlicher werden, wo in den Trainingsdaten, also er hat ja immer mal viele Trainingsdaten gehabt und da hat vielleicht jemand geschrieben, ich bin ein Mathematikexperte so. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwo steht, ich bin Mathematikexperte und habe die Wörter in diesem Satz gezählt, das halte ich für sehr überschaubar. Also von daher, das wird nichts helfen. Genau. Und ein Beispiel will ich euch noch mitgeben, fällt mir gerade auf. Ich habe hier noch, sonst mache ich es hier mal schnell. Die KI wird zum Glück auch immer besser darin, uns beim Prompten zu helfen. Und da gibt es verschiedene Sachen, aber ich mache mal hier, erstelle ein Bild über das Lernen der Zukunft. Über das Lernen der Zukunft. Und Simon, du merkst, ich bin gerade im Element und du stoppst mich jetzt bitte, wenn ich irgendwie aufhören soll, weil sonst mache ich wahrscheinlich immer weiter. Wir sind gut in der Zeit. Okay. Genau, ChatGPT kann ja auch Bilder erstellen. Und jetzt kann man sich aber trefflich fragen, ist der Prompt ein Bild über das Lernen der Zukunft? Ist das ein guter Prompt für ein Bild? Ich würde sagen, es ist ein ziemlich schlechter Prompt für ein Bild. Da weiß man ja gar nicht, was es zeichnen soll. Und es hat aber hier was gezeichnet und es sieht auch ganz interessant aus. Und worauf ich eingehen will, ist, wenn ihr das jetzt hier mal groß macht und ihr geht dann hier auf, ich hoffe, klappt jetzt, genau, auf diesen Infoknopf, dann seht ihr, der Bild hatte auch einen Prompt und das hier ist der Prompt von dem Bild. Eine futuristische Lernumgebung, in der Studierenden mit fortgeschrittener Technologie arbeiten, gibt hier irgendwie Hologramme, es gibt Virtual Reality Headsets, es gibt KI-Tutoren, also irgendwie so ein ganz, ganz umfangreicher Prompt, der aber gar nicht von mir kommt. Und was ich euch damit zeigen will quasi ist, ich habe hier was Einfaches eingegeben und die KI hat im Hintergrund den Prompt selbst geschrieben. Und das ist was wir einfach zunehmend sehen, ist, dass es Systeme gibt, wo die KI den Prompt einfach selber schreibt. Und beim Text ist es aber natürlich nicht so. Ich kann dir auch sagen, erstelle einen Text über die Zukunft des Lernens. Jetzt auch mal kurz und gehe aber nicht auf das Detail drauf ein, will nur sagen, das ist vielleicht auch nicht der beste Prompt. Und was ich dann sagen kann, ist, helfe mir bitte, meinen Prompt zu verbessern, indem du Nachfragen stellst. Und dann werden wir rausfinden, dass er mir durchaus selber helfen kann, diesen Prompt, schreibe einen Text zur Zukunft des Lernens zu verbessern. Er hat jetzt hier Nachfragen gestellt wie, was ist eigentlich das Ziel? Was willst du eigentlich tun? Wer ist die Zielgruppe? Was ist der Themenfokus? Was ist Format und Länge? Was sind Ton und Stil? Und was ganz witzig ist, ist dieses Schema von den Dingen, die ich euch vorhin vorgestellt habe, als Lernexperte,
so und so in diesem Format sind eigentlich genau die Dinge, die er mir jetzt auch stellt als Fragen ein Stück weit. Also von daher, er ist durchaus in der Lage und ich könnte jetzt einfach antworten mit erstens so und so, zweitens so und so und dann bitte führ den Prompt erneut aus. Das funktioniert. Und damit bin ich jetzt ein bisschen tiefer gegangen, als ich ursprünglich wollte, aber das ist ein Einblick in die Inhalte des Prompt-Kapitels. Lest ihn euch gerne nochmal durch und Fragen gab es, glaube ich, auch ein paar. Genau, die Silvia hat die Hand gehoben. Silvia, deine Frage? Ja, vielen Dank erstmal. Super spannend und toll erklärt. Ich habe eine Frage. Kann ich denn auch in Copilot so vorgehen? Oder funktioniert Copilot anders als ChatGPT? Habe ich mich jetzt falsch ausgedrückt, oder? Nee, ich habe nur selber nicht so viel Copilot-Zugriff. Von daher vielleicht kannst du jemand mit Copilot-Zugriff beantworten. Aber vom Prinzip her glaube ich, dass es ähnlich ist. Ja. Also ich meine, das, was du gemacht hast, war ja quasi klassisches Prompten und keine Chat-GPT-Funktionalität. Ne? Das Ergebnis bei Copilot kann natürlich anders sein. Da kann was anderes rauskommen. Auch wenn man fragt, beim Prompten zu helfen. Aber prinzipiell war da mit meiner Beobachtung nach nichts ChatGPT-spezifisches dabei. Ah, okay. Danke. Ja. Die Ruth hat noch die Hand oben, oder Ruth? Ja, es ist ganz normal, schnöde Ruth. Ich habe jetzt noch mal die Frage bei diesem KI, bei diesem Prompt zu den Bildern. Du hast gesagt, die KI schreibt sich den Prompt dann selber noch mal schicker. Das ist aber ein Stückchen weit, weit über generative KI schon drüber, oder? Oder wie kommt es? Also ja, gute Frage tatsächlich. Also ich finde, das ist eigentlich total generative KI im Kern. Es sind nur unterschiedliche Schritte. Also wenn man sich das auch anschaut, dann ist da ein erster Schritt, der sagt, hey, das ist die Eingabe des Nutzers und erstelle doch einen passenden Prompt zur Bilderstellung. Also das erste ist ein Text. Eine Texteingabe wird zu einer anderen Textausgabe und die Textausgabe ist der Prompt fürs Bild. Und wenn dieser Prompt fürs Bild von der Text-KI geschrieben wird, dann geht die KI, Bild-KI los, DALL-E in dem Fall. Das ist die Bild-KI von OpenAI und die tut dann wiederum den soeben geschriebenen Prompt ausführen. Also von daher ist es generative KI in zwei Schritten. Aber das Risiko ist vielleicht so ein bisschen, dass er natürlich interpretieren muss. Also ich habe eine ganz, ganz kurze Aussage und jetzt werden Interpretationen vorgenommen, die nicht von mir sind. Vielleicht stelle ich mir das Lernen der Zukunft ganz, ganz anders vor. Dann müsste ich natürlich konkreter werden und dürfte es nicht so machen. Ich glaube, das ist auch ein wichtiges Ding zu verstehen, dass das, was man in den Prompt da reinschreibt, nicht direkt an das Sprachmodell geht, sondern da nochmal so eine Art Orchestrator dazwischen ist, der entscheidet, was man damit macht. No, und genauso wie man jetzt Anweisungen geben kann, geh auf diese Webseite, mach eine Zusammenfassung, verwende das Dokument, das ich dir gegeben habe, ist es, denke ich, so, wenn die KI sozusagen merkt, in Anführungszeichen, das heißt, das, was du eingibst, reicht nicht, um ein Bild zu generieren. Dann wartet mal ganz kurz, da hat jemand das Mikro an. Schau mal gerade, dass ich den gemutet bekomme. Reicht nicht, um den Bild zu generieren, dann generiert sie halt erstmal einen Prompt. Ne? Man könnte das quasi simulieren, indem man sagt, erstelle mir einen Prompt für Midjourney mit dem Lernen der Zukunft zum Beispiel. Und dann würde das, was Simon gerade gemacht hat, als Text erstmal rauskommen, dann könnte ich es nach Midjourney kopieren. Ne? Und ich glaube, ChatGPT kopiert es einfach im Hintergrund dann zu DALL-E und den Schritt versteckt es vor dem Nutzer, außer diesem Informationssymbol. Doris. Ich meine, wir sagen ja auch immer, dass das System lernt von all dem, was wir eingeben. Ja, und natürlich hat wahrscheinlich ChatGPT auch gemerkt, dass die Menschen Bilder generieren und viel zu wenig Informationen liefern, es dann super viele Rückfragen und sonst was gibt. Und das kann man abkürzen. Ich habe das bei Adobe Firefly auch so. Da schreibst du einen kurzen Prompt rein und der sagt es dir, der meint dann, soll ich deinen Prompt mal so noch anfleischen? Ne? Also du bekommst dann halt wirklich so einen längeren Text, wie wir ihn eben auch gesehen haben. Und den kann ich dann nehmen oder nicht. Und bei ChatGPT denken nicht, machen sie es halt einfach, wie gesagt, im Hintergrund, um auch wieder diese Schleifen dann ein Stück weit zu sparen. Weil auch das würde ja immer wieder Rechenkapazität kosten. Frank hat noch die Hand oben und dann gehen wir, glaube ich, eins weiter. Ich habe hier geschrieben, sollte ich die KI bitten, zu spiegeln, was sie verstanden hat und was sie nutzt. Beispielhaft, wenn ich jetzt undeutlich sage, skizziere mir doch mal das Lernen der Zukunft.
könnte die KI ja verstehen, sie soll mir ein Bild machen oder sie soll mir eine Geschichte dazu erzählen oder weil ich einfach untypisch bin. Und jetzt habe ich verstanden, die füllt so Lücken selber auf und nutzt das vielleicht anders. Und durch das Spiegeln würde ich nochmal verstehen, was sie jetzt nutzt, oder? Ich finde es tatsächlich einen total guten Tipp. Also gut, Doris, die KI zu bitten, fass mir mal in Stichpunkten zusammen oder in anderen Worten, was ich geschrieben habe. Weil wenn es der KI gelingt, das in anderen Worten zu beschreiben und es immer noch das ist, was ich gemeint habe, dann habe ich zumindest schon mal zweimal dastehen und dann ist es wohl auch das, was ich wollte. So, also von daher, auch wenn Verständnis bei so statistischen Systemen natürlich ein interessanter Begriff ist, aber dennoch, ich würde da schon ein bisschen vom Verständnis reden. Und einem selber ist ja auch oft gar nicht klar, wenn man Dinge undeutlich ausdrückt. Also das ist eigentlich der größte Bias, dass man selber was gesagt hat, erschien einem selbst total logisch und alle anderen denken sich, hä? Das findet man dann schon raus, wenn man das so macht und dann zurückbekommt, das kann jetzt tausend Dinge heißen. Danke. Gerne. Vielleicht eines noch, bevor wir dann mit Marcel auch nochmal auf die konkreten Katas schauen. Ich bin ja in einem Learning Circle drin, wo es nur um Bildprompting geht. Ich sehe die Conny, ich sehe die Silvia, die sind auch mit drin und einige andere. Und was wir da mal rausgearbeitet haben, ist, dass es ein sehr, sehr großer Unterschied ist, ob ich für Bilder prompte oder für Text prompte. Und falls ihr das wollt, ich kopiere gleich den Link in den Chat noch. Da ist unten in den Links, habe ich mal versteckt, beziehungsweise dadurch, dass so viele sind, ist er versteckt. Von OpenArt gibt es ein Stable Diffusion Prompt Book. Das ist zwar für Stable Diffusion, das kann man aber für alle anderen Arten von Bild-KIs auch verwenden. Und da ist relativ plastisch mal aufgebaut, wie sozusagen so Prompts für Bilder aufgebaut sind. Und das Schöne ist, dass sozusagen immer auch der Prompt daneben steht und die Parameter. Ne, und da wird schön hergeleitet, was die einzelnen Elemente von dem Prompt sind, wie man die Prompts dafür schreibt. Ne, und sowas wie ein Few-Shot-Prompting, wo ich der KI Beispiele gebe, gibt es einfach bei Bild-KI erstmal nicht. Ne, und das heißt, da muss ich ganz anders über den Prompt nachdenken. Also wer da auch mit Bildern unterwegs ist, gerne da mal einen Blick auch rein riskieren. Genau, Marcel, Simon, du warst durch soweit, oder? Dann können wir vielleicht auf die Katas nochmal schauen. Danke genau. Dir. Ja. Applaus für dich. Ja, ganz herzlichen Dank, Simon. Das war super erkenntnisreich und ja, auch sehr plastisch an Beispielen dargestellt. Und das, was wir im Prinzip da jetzt auch live mit Simon gesehen haben, das wird in diesen Katas auch geübt. Ne? Also Kata 10 geht darum, dass man eben eine komplexe Aufgabe in Teilaufgaben zerlegt, dass man da eine Zieldefinition vornimmt, dass man das Ganze dann auch an einem Beispiel durchführen kann. Wir hatten hier das Beispiel Erstellung eines Konzeptes für ein Lernevent. Das kann natürlich auch eine ganz andere komplexe Aufgabenstellung sein oder ein Projektziel, was ihr euch gesetzt habt in dem Leitfaden oder während der Laufzeit des Leitfadens in eurem Circle oder Tandem. Und dass ihr das einfach mal übt, wie man das in die Teilaufgaben zerlegt und wie man das dann ja der Reihe nach im Dialog und auch in Zusammenarbeit mit der KI vertiefen kann. Das wäre im Wesentlichen eigentlich die Aufgabenstellung von Kata 10. Willst du noch was ergänzen dazu oder wollt ihr noch was ergänzen dazu? Ansonsten wäre das eben die Übung, ne, die wir dann im Leitfaden durchführen. Ich bin gerade mal drüber geflogen, Chain of Thought Prompting haben wir da gar nicht stehen als Begriff. Ne? Das könnte man noch ergänzen dann vielleicht. Im Prinzip ist es das, ne? Genau. Genau. Könnten wir da nochmal als Fachbegriff mit aufführen. Wir wollten da wahrscheinlich die User noch nicht zu sehr, weil es im Prompting Guide schon drin steht, wollten wir die User nicht zu sehr verwirren in der Kata wahrscheinlich. Das war der Hintergrund. Ja. Aber letztendlich ist es das. Genau, und im Teil 2, Kata 11, da ist es dann Flipped Interaction. Da ist es so, wie auch Rainer schon mal im Chat geschrieben hat oder wie ihr es auch eben versucht habt, neben der Zielsetzung und der Spezifität und dem Kontext anhand eines Beispiels ist der Tipp eben, dass man die KI auch beauftragt, seinen eigenen Prompt und sein Prompting zu verbessern und dann in Schritten sich zu dem perfekten Prompt hinleiten lässt, um dann die Aufgabe oder das Lösungsszenario zu ermitteln und voranzubringen. Also letztendlich das, was wir eben auch gesehen haben schon, die Übung, wie kann ich einen perfekten Prompt erzeugen im Zusammenspiel mit der KI? Sehr schön. Ja. Die Ergänzung. Habe ich was vergessen?
Nee, ich finde es interessant, weil jeder, der jetzt ja schon gepromptet hat in den letzten Wochen, jetzt nochmal zurückgehen kann zu den Prompts und gucken kann, ob mit den zwei Ansätzen, Chain of Thought oder eben das Spiel umdrehen, man die eigenen Prompts und die Ergebnisse verbessert bekommt. Ne, die, genau. Auch da können wir Fragenrunde machen. Die Marina, sehe ich, hat die Hand oben. Ja, Marina. Ist noch gemutet. So, jetzt hat es geklappt. Hört ihr mich? Ja. Ja. Okay, super. Ich hänge noch an dieser Empfehlung mit dem mit der Datei für das Bilderprompten. In welchem Kapitel war das unten angehängt? Ich habe gesagt, das ist in den Chatpark, aber ich habe es noch nicht. Aber das mache ich jetzt gleich. Sekunde. Das ist nämlich super spannend. Vielen Dank fürs Teilen. Ja. Ist drin. Dankeschön. Okay, gerne. Sonst noch Fragen? Oder alle sind schon parallel am Prompten? Das kann ja, auch wahrscheinlich. Sein. Wird gleich umgesetzt alles. Sehr schön. Sehr gut. Dann würde ich sagen, erstmal danke Marcel und Simon vom Lernpfad-Team, dass ihr uns da nochmal reingeführt habt. Das wird sicher vielen etwas Zeit sparen, sich das alles durchzulesen. Ich würde jetzt zum Schluss nochmal auf zwei Sachen hinweisen. Zum einen hatte ich ja bei der Eröffnung schon mal gesagt, wir haben die Möglichkeit, um das Wissen zu verteilen, was ihr jetzt durch das Prompten in den Learning Circles oder auch alleine hinbekommt, so 5-minütige Lightning Talks auf der LernOS Convention am 2. Juli zu machen. Ich hatte heute früh in die Infomail schon geschrieben, bisher kam da noch gar keiner eingereicht, was mich ein bisschen wundert. Letzte Woche im Orga-Call hat jemand gesagt, naja, vielleicht fürchtet man sich davor, dass man nicht so tiefe Expertise hat, um da einen Talk auf einer Konferenz zu machen. Aber da geht es uns gar nicht drum. Also uns geht es eher darum, dass wir das, was jetzt sozusagen in den kleinen Gruppen passiert, da nochmal auf die Bühne stellen und jeder einfach über seine Erfahrungen berichten kann und vielleicht einen Ergebnis, worauf er sie stolz ist, zeigen kann. Und ich hatte heute früh in die Mail, die an euch alle ging, hatte ich mal die Lightning Talks aus dem letzten Jahr verlinkt von der LernOS Convention und da könnt ihr sehen, dass es da Leute gibt, die ein paar Folien gemacht haben oder ein Screen geshared haben oder auch einfach nur frei erzählt haben. Also bei einem Lightning Talk muss man nicht unbedingt Folien bauen. Man kann den alleine machen, man kann den als Lerntandem machen, in der Gruppe machen. Ja, aber das wäre so der Ort, genau, der Winfried fragt im Chat, ist es rein digital möglich? Ja, die LernOS Convention ist hybrid, das heißt, ihr könnt vor Ort sein, ihr könnt als Gruppe zum Teil vor Ort sein, zum Teil online sein oder auch komplett online sein, also all das geht. Und wie gesagt, ihr müsst da keine große Vorbereitung reinstecken, sondern ihr könnt dort einfach frei von der Leber weg berichten, was passiert ist. Das werde ich jetzt einmal dann auch nochmal in die Infomail reinstecken und dann schauen wir mal, ob wir da vielleicht noch eine Handvoll Leuten hinbekommen. Hier ist der Call for Participation verlinkt, also wer da was einreichen will, steckt den auch nochmal in den Chat, kann das einfach über so ein Formular tun. Genau, und ihr seht schon, Copy und Paste hat zugeschlagen. Das ist die letzte Info, die ich noch habe. Wir haben eine Abschlusssession zum MOOC, die ist am 21. Juni und natürlich nicht von 14 bis 14 Uhr, sondern von 13 bis 14 Uhr. Da gibt es auch eine separate Anmeldung auf meetup.com mit einem eigenen Teams-Link. Und da werden wir dann auch erklären, wie man zu dem KI-MOOC 24-Badge kommt, also so ein Open-Badge, um sozusagen nachzuweisen, dass man im Kurs war. Am besten weist das natürlich dadurch nach, dass ihr die perfekten Prompter und Prompterinnen seid. Und was es da eben als Möglichkeit noch gibt, ihr könnt, wenn ihr wollt, auch hierher zu uns kommen, nach Nürnberg, also wenn ihr vielleicht in der Nähe seid, da machen wir quasi tagsüber auch nochmal Sessions. Letztes Mal hatte jemand gefragt in der Live-Session, kannst du mal zeigen, wie so ein Rack funktioniert zum Beispiel. Das werden wir hands-on machen, also gibt es früh nochmal zwei Sessions, an denen man teilnehmen kann. Und dann eben, wie gesagt, wer mag, kann sich hier über den Link ganz einfach anmelden und dann hier vor Ort kommen. Kostet nichts und ist auch ganz informell. Kann man sich auch als Circle nochmal treffen. Na, ich packe die eine Folie hier nochmal in den Chat, dann haben wir die. Genau, dann sind wir auch mit dem Content eigentlich durch für die Woche. Ich weiß nicht, Marcel, Doris, Simon, haben wir noch irgendwas, was wir mitgeben müssen? Eine Hand sehe ich, glaube ich, noch oben. Thomas hat sich noch gemeldet, genau. Thomas, du hattest mir eine Mail geschickt, ob es ein Problem ist, wenn du später kommst. Ist gar keins, das ist völlig informell. Das wäre jetzt genau das, also das heißt, 13 bis 14 Uhr ist der Abschluss für den KI-MOOC und mir wäre es möglich, dann irgendwo, keine Ahnung, zwischen 11 und 13 Uhr aufzuschlagen.
Genau. Gut. Also ich habe vorher alle mit angeklickt, dass ich mit da bin. Perfekt. Ich werde alle, die da kommen, vorher nochmal so ein kleines Formular verschicken, weil wir bestellen einfach was zu essen dann für Mittag, dann können wir zusammen Mittag essen und dann ist eben die Live-Session und wer will, kann am Nachmittag auch noch da bleiben und haben ein paar gesagt, sie wollen mal so lokale KIs sehen irgendwie, da bringe ich was mit zum Zeigen, aber es, ihr könnt da völlig Free-Flow kommen und gehen. Es kann keinen festen Anfang und Ende. Okay. Ich würde es ansonsten noch mit auf den Weg geben für alle diejenigen, die heiß darauf sind, Video-KI-Generierung auszuprobieren. Wir haben ja alle schon gewartet darauf, dass wir irgendwie Sora endlich benutzen dürfen. Und Tina war jetzt ein bisschen schneller und hat gerade Kling-AI gelauncht. Da gibt es gerade auf YouTube schon einige Leute, die es ausprobiert haben und natürlich auch ein kleines Videobildchen, was sie geschickt haben, habe ich euch gerade in den Chat geschrieben. Also haltet die Augen offen, ob ihr irgendwo Kling-AI findet, wenn ihr mit Videogenerierung spielen möchtet. Das heißt, die sind jetzt vor, haben sich vor Sora gesetzt. Mhm. Seit 2-3 Tagen, ne? Geht das durch die Netzwelt. Ja. Und ich würde vermuten, dass bei der chinesischen Gen-AI es auch kein Opt-out für verwende meine Daten nicht zum Training gibt. Sehr schön, dann haben wir, glaube ich, alles beantwortet. Dann habt ihr 12 Minuten mehr Zeit, euch schon mal den Prompting-Guide anzuschauen. Wie gesagt, wenn ihr schöne Erkenntnisse habt, teilt ihr gerne mit dem Hashtag KIMOOC24 auf LinkedIn, auf Mastodon, wo auch immer. Und ja, viel Spaß und dann bis nächste Woche. Macht's schön, viel Erfolg. Danke gleichfalls. Frohes Schaffen. Ciao. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank. Danke. Ciao. Tschüss. Ach ja, und mich hat noch ein paar gefragt. Ich bin noch nicht dazu gekommen, das Hands-on-Training vom letzten Mal zu schneiden. Das schaffe ich vielleicht heute, sicher morgen. Also das kommt auch noch in den YouTube-Kanal. Da hatte der Florian so Impulsvorträge gemacht. Genau, bei der MindGPT-Geschichte, die jeweiligen Intros. Mhm. Da waren auch nochmal so Prompting-Tipps dabei, genau. Okay, bis dann. Sehr gut. Ciao. Oh.